Mein Name ist Liana und ich bin erst 15 Jahre alt. In der Vergangenheit wollten mir viele Menschen Schaden zufügen oder Geld mit mir machen. Mir wurden viele Lügen erzählt, ich hatte Angst und war eingeschüchtert. Jetzt habe ich das alles überstanden und möchte dir ein paar Tipps geben, damit du das auch schaffst. Mein erster Tipp: Erzähle, was dir passiert ist, auch wenn du Angst hast oder dich unsicher fühlst. Wusstest du, dass alle Kinder, wenn sie wie du unter 18 Jahre alt sind, besondere Rechte haben? Dabei ist auch egal, aus welchem Land du kommst. Du brauchst Menschen, die dir deine Rechte erklären und dich beraten. Denn glaube mir, du wirst viele Menschen treffen und es ist nicht immer leicht zu erkennen, wem du trauen kannst und wer dich verstehen kann. Die Menschen, an die du dich wenden solltest, nennt man Fachleute. Sie arbeiten für Beratungsstellen oder im Jugendamt. Dann gibt es auch noch die Polizei, Richterinnen, Sozialarbeiter, Ärztinnen oder Anwälte. Um ehrlich zu sein, mein Fehler war, dass ich diesen Menschen am Anfang nicht vertraut habe. Sie sind Erwachsene, denen du deine Geschichte erzählen solltest. Sie können dir helfen. Auch wenn du vorher eine andere Geschichte erzählt hast, kannst du nun erklären, was wirklich mit dir passiert ist. Sie werden nicht böse sein, im Gegenteil. So können sie dich am besten unterstützen. Wenn du in dem Land, in dem du gerade bist, keine Eltern hast, bekommst du einen Vormund oder gesetzlichen Vertreter. Ein Vormund wird sich so verhalten, wie es Eltern tun würden und mit dir und für dich Entscheidungen treffen. Vielleicht haben manche Fachleute Zweifel an deiner Geschichte oder deinem Alter und glauben dir nicht. Halte durch, auch wenn es lange dauert. Wenn du deine Papiere bei dir hast, bewahre sie sicher auf. Verliere sie nicht, sie sind sehr wichtig. Zeige sie niemandem außer Fachleuten. Sie werden dich nach deinen Papieren fragen, um deine Identität zu überprüfen. Es kann sein, dass dich ein Arzt oder eine Ärztin medizinisch untersuchen möchte, um dein Alter festzustellen. Als geflüchtetes Kind musst du diese medizinische Untersuchung, zum Beispiel durch Röntgen, nicht machen. Frage immer wieder nach, bis du alles verstehst und verweigere diese Untersuchung. Wenn du irgendwelche Fragen zu deinen Rechten hast, hast du Anspruch auf einen Anwalt und dieser ist kostenlos. Wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst, wird dir dein Anwalt beraten und dich vertreten. Vergiss niemals, dass jede Unterstützung, die du als Kind bekommst, zum Beispiel Unterkunft, Essen, Bildung, Medizin, kostenlos ist. Mein Tipp: Höre nicht auf Menschen, die dir etwas anderes erzählen. Und noch eine weitere wichtige Sache, die ich gelernt habe. Sei vorsichtig. Vertraue nicht allen Menschen, denen du begegnest. Vielleicht wirken sie am Anfang nett, aber manchen Menschen können dir auch Böses tun. Es kann sogar sein, dass sie etwas von dir verlangen, das du nicht tun möchtest oder das dir schadet. Du solltest wissen, wenn du gezwungen wurdest, etwas Verbotenes zu tun, wirst du nicht bestraft, denn es war nicht deine Schuld. Es ist schwer, aber sehr wichtig, dass du dich Fachleuten anvertraust. Falls du die Sprache des Landes, wo du bist, nicht beherrschst, hast du das Recht auf einen Übersetzer. Lerne trotzdem schnell die Landessprache, dann versteht man dich leichter und du hast die Möglichkeit, selber Fragen an die richtigen Personen zu stellen. Ab und zu dauern Verfahren sehr lange, wie beispielsweise einen Schulplatz zu bekommen, Asyl zu beantragen oder polizeiliche Untersuchungen. Habe Geduld. Auch wenn Schwierigkeiten auftreten, darfst du nicht den Mut verlieren und nicht aufgeben. Auch Erwachsene, die sich sehr gut auskennen, wissen nicht immer alles und machen auch mal Fehler. Wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dann zögere nicht, nochmal nachzufragen. Auch wenn du deine Geschichte immer und immer wieder erzählen musst oder Menschen dich nicht verstehen, denke positiv. Viele Kinder und Jugendliche wie du haben das durchgemacht, was du gerade erlebst und sind jetzt in Sicherheit, so wie ich auch. Ich hoffe, ich konnte dir die wichtigsten Sachen erzählen. Manchmal musst du es immer wieder versuchen, bis du und deine Rechte gehört werden. Es kann lange dauern und kompliziert sein, aber hier gibt es wundervolle Menschen, die dich in dieser Zeit unterstützen können und wollen. Wenn du Hilfe brauchst, findest du in diesem Flyer Telefonnummern und Mailadressen in deiner eigenen Sprache. Und du kannst natürlich im Internet nachschauen und auch Fachleute fragen.
Vielen Dank an alle Kinder, Freiwilligen und Fachleute, die dieses Video ermöglicht haben.